Liebe Zuschauer, wir wollen eine Textstelle aus einer rhetorischen Schrift Ciceros übersetzen. Und zwar handelt es sich um Gedächtnis und Gedächtniskunst, Ars Memoriae. Der Text lautet: Ad Themistoklem quidam doctus homo atque in primis eruditus accessisse dicitur eique artem memoriae, quetum primum proferebatur, pulicitus esse se traditurum. Cum ille quesisset, quidnam illa ars efficere posset, dixisse illum doctorem ut omnia meminisset. Themistoklem respondisse: Gratius sibi illum esse facturum, si se oblivist si que velet, quam si meminisse docuisset. Und nun zur Wiederholung der Vokabel. Profero, protuli, prolatum, proferre. Vorwärts tragen, hervorbringen, veröffentlichen. In primis oder im primis. Vor allem, besonders. Primum, zum ersten Mal, erstens. Accedo, accessi, accessum, accedere. Herantreten, heranrücken, dazukommen. Pulitior, pulicitus sum, puliceri, versprechen. Trado, tradidi, traditum, tradere. Überliefern, übergeben, anvertrauen. Quidam, quedam, quoddam, ein Gewisser. Aber quid nam, aus quid und nam, was denn? Gratum facere, einen Gefallen tun. Oblivisquor, oblitus sum, oblivisci, vergessen. Bei diesem Satz, der durch Kommata und Strichpunkte deutliche Einschnitte hat, wollen wir das Satzgefüge aufteilen und uns dadurch einen Überblick verschaffen. Der erste Einschnitt ist nach dicitur, denn es folgt ein que und in eique. Ad Themistoklem quidam doctus homo atque in primis eruditus accessisse dicitur. Der zweite Einschnitt ist nach dem ersten Strichpunkt. Eique arte memoriae quetum primum proferebatur pulicitus esse se traditurum. Der dritte nach Meminisset, dem zweiten Strichpunkt. Cum ille quesisset, quidnam illa ars efficere posset, dixisse illum doctorem ut omnia meminisset. Und schließlich das Ende des Satzes. Themistoklem respondisse: Gratius sibi illum esse facturum, si se oblivisti que velet, quam si meminisse docuisset. Und nun gleich zum ersten Abschnitt. Ad Themistoklem quidam doctus homo atque in primis eruditus accessisse dicitur. Das Verb dicitur steht im Präsens passiv. Von ihm abhängig ist ein NCI, nämlich quidam doctus homo atque in primis eruditus als Nominativ und accessisse als Infinitiv. Dicitur, es wird gesagt, wird gewöhnlich mit man sagt, man berichtet, man erzählt übersetzt oder mit er soll. Ebenso wie dicitur stehen auch traditur und fertur mit den gleichen Bedeutungen mit dem Nominativ mit Infinitiv. Auch die dritte Person Plural Indikativ Präsens Passiv dieser Verben steht mit NCI. Dicuntur, traduntur, feruntur.
und wird mit Sie sollen oder ebenfalls mit man sagt, man berichtet, man erzählt übersetzt. Wir übersetzen. Dicitur, man sagt. Accessisse, herangetreten sein. Wer? Quidam doctus homo atque in primis eruditus? Ein gewisser gelehrter und besonders gebildeter Mann. An wen? Ad Themistoklem. An Themistokles. Unser Satz heißt, man sagt, an Themistokles sei ein gewisser gelehrter und besonders gebildeter Mann herangetreten. Der Text geht weiter. Eique arte memoriae, quetum primum proferebatur, pulicitus esse se traditurum. In diesem Abschnitt steht wieder ein NCI, der ebenfalls von Dicitur abhängig ist. Pulicitus esse, er soll versprochen haben. Nach policere muss ein Akkusativ mit Infinitiv folgen, und zwar ein ACI futur, weil der Inhalt eines Versprechens auf die Zukunft gerichtet ist. Der Akkusativ ist se und der Infinitiv ist traditurum, wobei für die Übersetzung ein esse zu ergänzen ist. Also, dass er übergeben werde. Wen oder was? Artem memoriae, die Gedächtniskunst. Wem? Ei, ihm. Der Relativsatz zu arte memoriae lautet quetum primum proferebatur, die damals zum ersten Mal hervorgebracht wurde. Wir haben also folgende Übersetzung. Und er soll versprochen haben, dass er ihm die Gedächtniskunst übergeben werde, die damals zum ersten Mal hervorgebracht wurde. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Cum ille quesisset, quidnam illa ars efficere posset, dixisse illum doctorem ut omnia meminisset. Wir übersetzen in der Reihenfolge des Textes. Cum ille quesisset, als jener gefragt hatte, quidnam, was denn, illa ars, jene Kunst, efficere posset, bewirken könne. Mit quidnam wird eine indirekte Frage eingeleitet, daher der Konjunktiv posset. Der nun folgende Infinitiv mit Akkusativ, dixisse illum doctorem, ist eine indirekte Rede. Dixisse, er habe gesagt, illum doctorem, jener Gelehrte. Bei der Übersetzung der indirekten Rede vermeiden wir, wenn es möglich ist, die Konstruktion mit das. Also, jener Gelehrte habe gesagt. Nach den Verba dicendi, sentiendi und affectus stehen Behauptungen immer im ACI. Der hier auf dixisse folgende Utsatz hängt nicht unmittelbar von dixisse ab, sondern von dixisse illam artem efficere posse. Diesen ACI kann aber der Lateiner weglassen, weil im Zusammenhang dieser Wechselrede der Sinn klar ist. Auch im Deutschen können wir in einem Gespräch Sätze verwenden, die syntaktisch nicht vollständig sind. Also, ut omnia meminisset, dass er sich an alles erinnere, oder dass er sich an alles erinnern könne. Der letzte Abschnitt unseres Textes lautet, Themistoklem respondisse, gratius sibi illum esse facturum, si se oblivisti que velet, quam si meminisse docuisset. Themistoklem respondisse,
ist immer noch indirekte Rede. Themistokles habe geantwortet. Davon abhängig ist ein ACI, Gratius sibi illum esse facturum. Gratius ist der Komparativ zu gratum. Gratius facere heißt also, einen größeren Gefallen tun. Für Gratius sibi illum esse facturum haben wir folgende Übersetzungsmöglichkeiten. Jener werde ihm einen größeren Gefallen tun, jener wolle ihm einen größeren Gefallen tun, jener habe vor oder beabsichtige, ihm einen größeren Gefallen zu tun. Docuisset drückt einen Irrealis der Vergangenheit aus, wenn er ihn gelehrt hätte. Wen? Se. Ihn, Themistokles. Was? Oblivisti, zu vergessen. Also, wenn er ihn gelehrt hätte zu vergessen, was zu vergessen? Quae velet, was er wolle. Also, er werde ihm einen größeren Gefallen erweisen, wenn er ihn gelehrt hätte zu vergessen, was er wolle. Der Vergleichsgegenstand steht in Quam si meminisse docuisset, als wenn er ihn gelehrt hätte, sich zu erinnern. Im Zusammenhang heißt der letzte Satz: Themistokles habe geantwortet, er werde ihm einen größeren Gefallen erweisen, wenn er ihn gelehrt hätte, das zu vergessen, was er wolle, als wenn er ihn gelehrt hätte, sich zu erinnern. Wir geben Ihnen nun noch einmal die Übersetzung der gesamten Textstelle. An Themistokles soll einmal ein gewisser gelehrter und besonders gebildeter Mann herangetreten sein und ihm versprochen haben, ihm die Gedächtniskunst beizubringen, die damals zum ersten Mal entwickelt worden war. Als er aber gefragt hatte, was denn diese Kunst bewirken könne, habe jener Gelehrte gesagt, sie könne bewirken, dass er sich an alles erinnern könne. Themistokles habe darauf erwidert, jener werde ihm einen größeren Gefallen tun, wenn er ihn lehren wollte, zu vergessen, was er wolle, als im Gedächtnis zu behalten, was er nicht wolle. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Pauk mit Latein.